Niemals. Ach, du bist's. Wo ist denn der Papa? Ja, doch im Schrank ist er nicht. Mischt mal in die Garage beim Leergut gucke. Na, was suchst du denn? Alte Baba. Kann man dann von dir nicht immer eine dumme Antwort kriegen, wenn man dich was fragt? Vernünftig Antwort kriegen, wenn man dich was Dummes fragt. Hopp, jetzt, was versuchst du dann? Mein dunkelblaues Padetuch. Das ist schon alles Truffe in der Tasche. Das ist, weil er nicht zuhöre. Bist auch nicht besser wie dein Vater? Nett. Nee. Aber guck mal, da müsste noch Sonnencreme drin sein. Mama, wir fahren ins Hallebad. Ach so. Ei, aber guck mal, weiterhin müsste noch von der normale Körperlotion stehen. Da ist kein Creme. Kein Sonne und kein normale. Nee. Nee. Wirklich nicht? Mama. Dann nehme ich mal wenigstens ein bisschen Handcreme mit. Ach, aber mein Badekapp. Komm, ich gucke selber. Das ist aber auch furchtbar mit denen Sache, die man nicht selten braucht. Ist es da, die? Ach, wo hast du denn die her? Da unten war sie drin. Da sind auch meine Flosse und die Taucherbrille. Ah, und da steht auch die Sonnencreme. Och. Und wenn wir schon beim Thema sind, da ist auch die Lichterkette, die wir an der Weihnachten nicht gefunden haben. Ah, und da hinten dran bleibt das braune Verlängerungskabel, wo wir neulich gesucht haben. Wo der Baba gesagt hat, mir hätte kein braunes Verlängerungskabel. Ach, weißt du, wie er ist. Aber so ist das immer. Ich glaube, der wird alt. Ja, dann hätt schon aber noch ein paar Jahre. Ach so. Was ist denn jetzt? Das Hallebad hat schon angerufen, ob sie das Wasser ablaufen lassen soll. Ja, mir komme. Ich kann schon die Badekapp an. Hallo. Hi. Au, ist Waschtag. Stefan, denk dran, wir sind zu dritt. Ah, mit Bademeister. Nee, der sucht noch einen Parkplatz. Aber es ist doch alles frei. Wenn mein Vater einen Parkplatz suchen will, dann sucht er einen Parkplatz. Hast du gehört, Stefan? Wir sind zu dritt, jo. Haben Sie es gehört, wir sind zu dritt. Sagen Sie es bitte weiter. Mir kann sowas nicht passieren. Wieso, hast du keine Eltern? Doch, aber die können nicht schwimmen. Raucher oder Nichtraucher? Was? War ein Scherz. Ich lache dann unter Wasser. Gehst du am Samstag ein Speed Dance? Ich denke, dass ich mal kurz auftauche. Also dann. Tschüss. Ich hätte gerne 4 Karten für die Abendvorstellung. Ach, jetzt Samu. Stefan, hast du doch was kaputt gemacht? Du musst einfach nur durchgehen. Man kommt drin, aber nicht raus. Wenn's aber doch nicht geht. Kann ich erwarten, bis der Baba kommt, der reißt es dann sowieso ab. Wie, man kommt drin, aber nicht raus. Das Tor ist nur ein Eingang. Der Ausgang ist da drüben. Jetzt geh doch einfach mal durch. Ach, guck mal da. Man muss sich nur so helfen wissen. Maria und... Ach, Josef, Tag. Es war aber nicht abgesperrt. Nee, das habe ich bestimmt vergessen. Ah jo, sonst wäre die Tür nicht aufgegangen. Gehen auch schwimmen? Ja jo, jede Dienstag. Gott, man muss ja mal ein bisschen was für sich machen. Ich schwimme immer mal 1000 Meter und da genau gehe ich dann wieder heim. Jo. Ach Gott, das schafft ja der Heinz mit dem Auto nicht. Ist es Maria auch dabei? Nee. Das ist doch im Krankenhaus. Vor 14 Tagen war mir auch da. Da ist es doch in der Dusche, ist es ausgerutscht und zieht sich doch eine Oberschenkel-Halsfraktur zu. Jesus. Du hast ja noch Glück gehabt. Da könnte man sich ja Gott weiß, was alles breche. Unser Stefan, der war ja vor 3 Wochen so erkält. Das hat er auch von da gehabt. Das ist, weil er sich die Horni richtig trocken macht. Und das geht ja dann schnell. Du, Josef, ich will dich jetzt aber nicht aufhalten. Doch. Ich gehe nachher noch ins Krankenhaus. Jo, dann sagst du viel Grüß, gell?
Wiedersehen. Mein Gott, gleich ist besetzt. Ja, ach Gott, das macht nichts. Kann ich Ihnen helfen? Nö, ach, meine Kleider kann ich ja in der Kabine lassen. Nee, Sie müssen ja durch die andere Tür aus der Kabine. Ja. Ja. Ah. Und da sind Schließfächer. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ach doch. Sie gehen ja direkt drauf zu und dort können Sie Ihr Kleider drin machen. Und wenn etwas ist, da sind immer genügend Leute, wo Sie fragen können. Der Josef braucht aber lang für sich umzuziehen. Jesus, ist das so eng da. Da kommt man sich ja vor wie eine stoppelnde Flasche. Das deute ich mir denken können. Furchtbar. Heinz! Hä? Hast du mal Badeanzug? Ah, jo. Ich habe deine Badehose. Hast du schon einmal deinen Vater gesehen? Hä? Ob du jemals deinen Vater gesehen hast? Ob mir jetzt da heilt? Ach so. Nee, bis jetzt noch nicht. Der wird abgetaucht sein. Vielleicht ist er Badetag für Trinker und die haben Bier im Becken. Auf den muss man aufpassen wie auf ein kleines Kind. Schwimmen kann er, ja. Ach, ja. Ich geh jetzt mal ins Wasser, damit ich wenigstens einmal drin war. Ja, da hast du recht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Da unten ist er auch nicht. Ach, da ist er ja. Wo? Da schwimmt er, da steht er. Heinz! Heinz! Huhu! Heinz! Was? Wir haben dich gesucht. Wie der Stefan doch so elegant schwimmt. Wie der Fury. Ist der Dusch auch nicht gegangen? Doch, wieso? Mein ist nicht gegangen. Ich könne machen, was ich gewollt habe. Tja, der Klügere gibt nach. Bist mal wieder so ein richtiger Charmateur. Wo warst du dann? Ich habe noch den Josef getroffen. Dem sei Frau ist schon im Krankenhaus. Mir hat er nichts gesagt. Doch, aber ich habe das nicht verstanden. Die muss irgendwas mit der Oberschenkel haben und im Hals hätte es. Wie? Deswegen ist sie im Krankenhaus? Wie gesagt, ich habe das nicht so richtig verstanden. Komm schon nicht ins Wasser. Doch, gleich. Ich schwimme noch ein paar Pane. So, es reicht für heute. Du bist ja schon ganz trocken. Hast dein Pensum schon hinter dir? Jojo, aber jetzt gehe ich ins Wasser. Machst du so mehr Brustschwimme oder... Ach, Kraule. Ja, wenn ich mich so frisch, am liebsten Brustkraule. Das Tor war wieder richtig typisch. Mein Papa kann mit dem Kopf nach vorne ins Wasser springen. Glaube ich gar nicht. Kann er doch. Kann er nicht. Papa, spring nochmal so ins Wasser wie er mit.
Nein, Schatz, jetzt nicht. Hm? Bitte, bitte, bitte. Dir auch an der Kasse als Rebecca auch hübsch persönlich Einlass gewährt. Tiro, doofe Kuh. War das nicht Gesang studiere? Jetzt gesagt, es wird hier Praktikum machen. Hallebad? Eine Kasse? Als Kasseschlager. Wie ich es gefreut und ob es am Samstag ein Speed Dance kommt, hat's gesagt, ich tauche vielleicht mal auf. Assoziativ. Voll im Trend. Die Antwort hat's bestimmt geleast. Unglaublich. Das gibt's doch nicht. Hat's Rebecca in der Schule nicht immer so groß getönt, es könnte so gut schwimmen? Mhm. In Mathe. Guten Tag. Wiedersehen. Die Jugend von heute. So rastlos. Tja, früher. Wer ist denn noch? Jo, vor einer Stunde an der Kass ist Rebecca. Das hat wenigstens noch mit uns geschwätzt. Das gibt es nicht. Das ist unglaublich. Was faselt denn der da die ganze Zeit? Entschuldigung? Entschuldigung? Was ist unglaublich? Meine Frau hat erst vor 2 Tagen schwimmen gelernt. Und heute taucht sie schon 3 Stunden. Oh, Jesus. Über denen Witz haben wir im Kindergarten schon gegähnt. Was haben Sie sich denn dabei gedacht, Kopf vor ins Kinderplanschbecken zu springen? Naja, Sie wissen noch, wie es geht. Na, allerdings, man springt ins tiefe Wasser. Abgesehen davon sollte vom Beckenrand aus überhaupt nicht ins Wasser gesprungen werden. Von wo denn dann? Von wo denn? Vom Sprungbrett. Was glauben Sie, wie ich dann aussehen würde? Auf jeden Fall sollten Sie damit zum Arzt. Damit? Was macht das denn für einen Eindruck? Naja, trotzdem vielen Dank fürs Erste. Hilfe! Hallo, Hilfe! Hat da nicht eben jemand um Hilfe gerufen? Also ich hab... Doch, doch. Hilde! Da, wieder. Ja, jetzt habe ich sie auch gehört. Aber ich hab Hilde verstanden. Nee, nee, Hilfe. Hilde! Ja, Hilfe, oder? Nein, nein, Hilfe. Das ist durch die Scheibe auch schlecht zu verstehen. Aber gerufen hat jemand. Das ist... Ja, ja. Tja. Hilde! Wollen Sie nicht mal nachschauen? Ja. Hilde! Ja. Eindeutig. Hilfe. Hilde! 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 Hilde, hallo. Ach, Roswitha. Ich habe alles gedenkt, wer ruft denn da? Guten Tag, moin. Ich habe die ganze Zeit gedenkt, wer ruft denn da? Ach, ich habe alles gerufen. Hilde, Hilde. Ah ja, und mit der Badekapp hört man ja nicht so gut. Wie? Ich habe gesagt, mit der Badekapp hört man nicht so gut. Ah ja, und dann, mit der Badekapp hörst du ja nicht so gut. Bist du allein da? Nee, nee, mit meinen Männern. Ist der Kurt auch da? Jo, er hat's ja Runde schon gedreht. Der sitzt in der Sauna. Für mich ist das nix. Ich war immer mit. Ich war kaum drin. Du han ich ja so geschwitzt. Ah jo, ach Gott, ich bin ja da auch nicht so. Ich han schon zum Kurt gesagt, wir sind heutzutage als so unverschämte Leute im Hallebad. Die gucken nicht. Die schwimmen da direkt vor die Füße und gucken dich dann noch dumm an, wenn du was sagst. Jo, manche machen so, als tät ihnen alles gehöre. Jo, du hast recht. In der Geschäfte stelleweise auch. Da kriegt man manchmal als so batzische Antworten. Schau mal, neulich ein Blues gekauft. Ja, ah ja, warum dann nicht? Man muss ja nicht immer warten bis Weihnachten oder bis man Geburtstag hat. Nee, aber jetzt, was ich erzählen will, ich kaufe die Blues. Man guckt ja jetzt auch nicht immer gerade so genau, obwohl eigentlich sollte man es ja machen. Aber jetzt, was ich erzählen wollte, ich habe dann abends die Blues angezogen, wir waren fort. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren.
Naja, ist ja auch egal. Ah doch, ich weiß, wir waren beim Steinhelga, das ist 60 war. Jo, ist das schon 60? Ach, ach jo. Also, mein Mann ist ja schon 62. Ach so, ja, ja, dann. Meine Mutter war bei dem damals Firmenparty. Was ein Zufall. Jetzt, was ich erzählen wollte. Wie wir dann oben zu Hause gekommen sind, haben ich die Bluse weggehängt. Am nächsten Morgen guck ich bei dir unterm Arm, ich weiß jetzt nicht, der linke oder der rechte, ein paar Zentimeter aufgerissen. No war de Näht. Hä? Ne war de Not. Ne war de Naht. Das gibt's doch nicht. Doch. So, jetzt bin ich mit der Bluse ins Geschäft. Also der Kurt hat mich gefahren. Hab ich gesagt, ich hab da vor ein paar Tagen die Bluse da bei Ihnen gekauft. Die ist da unterm Arm aufgerissen. Du, da sagt die zu mir, als sie haben ja die Bluse schon angehabt. Was hat denn da der Kurt gesagt? Der hat im Auto auf mich gewartet. Hab ich gesagt, ich muss doch so Bluse öfter wie Emo anziehen können. Hat die gesagt, als sie haben ja die Bluse schon angehabt? Ja, jo. Guckt sie auf die Bluse und sagt, die haben sie ja schon angehabt. Da braucht man ja keine Bluse, wenn ich sie nicht anziehe. Das hab ich auch gesagt. Ich hab gesagt, wenn ich sie in den Schrank lege, reißt sie nicht auf. Ich hab gesagt, das ist ein Materialfehler. Und da sagt sie, das hätte sie ja noch nie gehabt. Da hab ich gesagt, ich auch nicht. Ah ja, da muss man sich wehren. Und es kostet ja auch Geld. Ich kann dir sagen. Stell dir mal vor, bist wo, siehst jemand und willst dem winken. Sieht ja jeder, dass die Bluse aufgerissen ist. Na gut, es kommt jetzt drauf an, mit welchem Arm das man winkt. Ah ja, aber man sagt halt... Ich meine, die haben ja die Bluse dann umgetauscht, nur unter welche Umstände. Hi! Jesus, hast du mich aber verschreckt. Da friert eben ja die Bluse in der Adern. Das Blut. Stefan, wo kommst denn du her? Aus dem Keller. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, mein Sohn hat uns ein bisschen verschrecken gemacht. Nee, nee, nicht schon wieder. Da ist der Papa, ja. Wo? Da, beim Bademeister. Was will er dann von dem? Wo ist denn der Abort? Ach, Sie meinen das Klo? Jo, das ist gleich da vorne. Hinter den Damentoiletten ist das Herren-WC. Steht dran, 00 Männer. Alles klar. Hilde, ich geh noch ein Bach machen. Jesus, das muss doch nicht das ganze Schwimmbad wissen. Ich glaube, dein Vater war noch kein Elm im Wasser. Deswegen ist es so ruhig da. Ich gehe noch aus dem Wasser. Morgen. 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 Ich meine, die hätte ein bisschen zugenommen. Ja, du könntest recht haben, die war schon schlanker. Moin, Hilde. Ach, guten Morgen, Kurt. Bist du doch noch einmal ins Wasser? Ich habe gemeint, du wärst schon fertig. Och, wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Und du weißt doch, dass ich ein alte Wasserrad bin. Ja, ja. Ich glaube, dass der da mehr schwimmt wie die andere Larve. Da heißt es ja nicht so, obwohl als Wasserzeichen ja Fisch ist. Och, das hat als nichts zu sagen. Ach ja, wenn es da noch geht, dürfte ich den Stefan ja nicht haben. Wo lacht er dann rum, dein Traummann? Du Kurt, das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass der Heinz auf die Toilette ist. Mein Mann springt so dynamisch, kraftvoll. Wir haben uns hier im Schwimmbad kennengelernt. Plötzlich hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Einfach so? In Badehose? Er stand dort oben auf dem Sprungbrett und rief herunter, willst du mich heiraten? Mein Gott, ich war ein junges Ding. Ich dachte, er wollte sich das Leben nehmen. Und da habe ich ja gesagt. Ah ja. Ich sage immer, Axel ist mein Delfin. Yes, yes. Haben Sie auch einen Delfin? Nee, mein Mann war eher mein Thunfisch. Den habe ich eingedurst und verschickt. In die Wüste, verstehen Sie? Der ist zu oft in fremden Aquarien rumgeschwommen. Ich mag sportliche Männer. Wir haben auch ein Wasserbett. Axel sagt immer, am liebsten würde er im Pool schlafen. Haben Sie schon mal nachgesehen, ob er vielleicht Kiemen hat? Ach, da ist ja Axel.
er nicht wunderbar? Wunderbar. Schatz! Mein Freund. Machst du mal deinen originellen Sprung? Na, da bin ich aber mal gespannt. Und trocken ist er auch noch. Ich wollte halt morgen zuerst noch einmal zum Friseur gehen, aber schon gedenkt, wenn ich dann die Badekappe anziehe, ist nachher die ganze Frisur verbatscht. Ach, ajo, ich kann das auch nicht haben. Ein Problem habe ich nicht. Du hast gut schwätzen, du hast kein Haar. Das ist aber alles Natur. Ich wollte mir vielleicht noch einmal ein paar Strähnchen an den Lässe machen lassen. Ajo, wer macht dir dann immer die Haar? All das, wie hieß sie dann? Da, das Blond. Die mit der Brille? Nee. Ach du Mensch, die Sibylle. Wirklich? Die macht das ganz gut. Ajo, die macht mir auch immer die Haar. Die hat mir das letzte Mal, wie ich dort war, gesagt, ich glaube, das wird jetzt ein längeres Gespräch. Ich drehe mal noch ein paar Runden. Roswitha, wann gehen wir dann? Ey, wann sollen wir dann gehen? Tja, mir ist es egal. Ey, du, Kurt, mir auch. Halb Stunde. Nee, das ist zu lang. Ich muss da noch inkaufen. Ey, ich drehe da noch ein oder zwei Schleife und dann spreche ich noch einmal vor, ne? Ja, und die hat zu mir gesagt, wer? Ey, da, die Sibylle, Giffert. Die hat zu mir gesagt, das Kleidergeschäft in der Bahnhofstraße hätte insolvent beantragt. Jo, das erzählt auch jeder was anderes. Der Heinz ist neulich heimgekommen und hat gesagt, am Stammtisch hätte sie erzählt, sie würde zumachen. Ich will zu meiner Mami. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Albert. Und wie heißt du? Ruth. Ruth. Und wie heißt deine Mami? Ruth. Ich dachte, du heißt Ruth. Aber du musst doch einen Namen haben. Ja. Und wie heißt du? Du heißt Albert. Ajo. Ja. Und du heißt? Sag ich nicht. Wie ruft dich denn deine Mami? Spätzchen. Spätzchen. Mhm. Achtung. Ich darf kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten für eine Durchsage. Hier spricht der Bademeister. Ich habe ein kleines Schätzchen. Sollte nicht mal weglaufen. Ihre Ferkeleien scheinen ja beim Publikum gut anzukommen. Na komm, Schwätzchen. Ich hasse diesen Job. Ich hasse ihn. Oh, wie ich diesen Job hasse. Ich hasse ihn. Ich geh ins Wasser. Du, ich hab gehört, die würde das Hallebad zumachen. Jo, wenn mir Leute kämen, dann würde sie das bestimmt nicht machen. Naja, muss man halt in Zukunft in ein anderes Hallebad gehen. Ei, die mache auch zu. Ach du lieber Gott, wieso dann das? Ah ja, das ist über alles Gleiche. Jetzt kann ich nicht mehr schwitzen. Ich habe gemeint, die Dorbette zumache. Nee. Und weißt du, wann die dort zumache? Um 9 Uhr. Wie? Ei, um 9 Uhr sperre die dort ab. Die haben immer von 9 zum 8 bis oben zum 9 Uhr. Ach so, ich habe gemeint, die Dorbette zumache. Also das Hallebad schließe. Ach woher? Die machen doch das Hallebad nicht zu. Ganz ruhig. Schön ruhig. Schön langsam. Nicht so hastig. Ganz ruhig atme. Moin, Marianne. Ach, guten Morgen. Ich kann dich ja gar nicht gesehen. Ich muss unserem Hartmut mal Schwimmen beibringen. Seit er 5 ist, gehe ich 2 Mal in der Woche mit dem daher. Wenn du da nicht dran bleibst, aber allmählich wird's. Ich muss ja noch in Kaffee gehen. Heute Mittag mache ich voll Rätsel und rote Bratwurst. Jo, das ist immer was Gutes. Ich habe zum Werner gesagt, der Bub muss da mal schwimmen lernen. Jo, man weiß schon nie, für was er später gebrauchen kann. Ja. Machst du die Kohlrebsche auch mit so einer weißen Soße? Der Werner ist so das Liebste. Solange ich ja noch mitgehen kann, kann ich es ja machen. Nee, aber jetzt geht er wenigstens mal ins Wasser. Da hast du der Abend mit den Kindern. Grobe Bratwurst könnte ich auch mal noch einmal machen. Ich konnte ja schon mit 25 schwimmen. Und Salzkartoffeln?
Meine Mutter hat die Kohlräbsche schon mit Ravaissauce gemacht. Der Werner sagt immer, machst du so, wie es deine Mutter gemacht hat. Ist er erkennt? Ach Gott, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Was machst du dann? Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen, die Leute lachen ja schon. So, schön langsam. Siehst du, es geht doch schon. Ganz ruhig. Wunderbar. Ich mache immer Banknudeln dazu. Banknudeln? Kein Wunder, wenn der nicht schwimmen lernt. Du, Hans, deine Frau sucht dich. Wo ist sie dann? Also, die ist die ganze Zeit beim Roswitha im Wasser. Was will sie? Ja, ich weiß es nicht. Ob du ins Wasser kommst oder ob wir gehen. Ich weiß es nicht. Roswitha! Roswitha! Gehen wir dann! Ey, komm, stand da vorne zum Solarium und da können wir dann da vorne hinausgehen. Komm, dann geh mal raus. Eher haben die ja doch keine Ruhe. Stefan, ich suche den Papa, der hat doch eben noch da gestanden. Da im Wasser treibt er. Heinz! Was? Was machst denn du im Wasser? Ich han gedenkt, wir gehen hin. Muss dann jetzt zum Schluss die Badehose noch nass machen. Schön ruhig. Ich halte dich ja fest. Schön ruhig atme. Siehst du, es geht doch. Was ist denn das? Ist das eine Aktion von Greenpeace?